Ja, wo fliegen Sie denn? Wir fliegen in der kürzlich gestarteten Early Access Version von PlayerUnknown's Battlegrounds, dem neuen Survival-Shooter des Battle Royale-Erfinders Brandon Green. Darin müssen wir eigentlich nur eines tun, als einziger Spieler unter bis zu 100 Kontrahenten überleben. Wir haben es ausführlich angespielt und stellen die Frage, macht's Spaß und lohnt es sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits? Nachdem wir unseren Charakter in einer recht groben Charaktererstellung zusammengeklickt und mit einfachen Klamotten eingekleidet haben, wählen wir unseren Spielmodus. Entweder allein, zu zweit oder im Squad starten wir den Kampf ums Überleben und suchen uns aus der Vogelperspektive auf einer 64 Quadratkilometer großen Insel unseren Zielpunkt aus. Sind wir eher die Deathmatch-Typen, springen wir mit der Meute, ansonsten suchen wir uns einzeln stehende Gebäude, um uns in Ruhe auszurüsten. Denn jeder Spieler startet ohne jede Ausrüstung. Sobald wir gelandet sind, sprinten wir ins nächste Haus und suchen uns ganz schnell eine Waffe und weitere Ausrüstung. Neben einfachen Hiebwaffen finden wir Pistolen, Sturmgewehre und Shotguns. Westen, Helme und Jacke verleihen einen gewissen Schutz und mit einem Rucksack können wir viel mehr Gegenstände tragen. Beispielsweise Module, die wir über das Inventar auf passende Waffen schrauben oder verschiedene Heilpakete, mit denen wir eine Bleivergiftung kurieren. Damit sich die Spieler nicht an entgegengesetzten Enden der Karte verschanzen und Wurzeln schlagen, gibt es einen weiß eingekreisten Spielbereich, der mit jeder Runde zufällig festgelegt wird und in dem wir uns spätestens dann aufhalten sollten, wenn der blaue Kreis beginnt, sich zusammenzuziehen. Werden wir von dieser blauen Grenze überholt, bekommen wir kontinuierlich Schaden eingeschenkt. Mit einem Auto können wir es darauf ankommen lassen und uns immer am Rand des Spielbereichs aufhalten. Allerdings hört man die olle Blechkiste auch meilenweit. Wir sind damit eine perfekte akustische Zielscheibe. Überhaupt verdankt PlayerUnknown's Battlegrounds viel von seiner Spannung der Soundkulisse. Außer den Fahrzeugen hören wir Schrittgeräusche, und natürlich Schüsse in der Nähe, die uns in Alarmbereitschaft versetzen. Weitere Zufallsereignisse sorgen für zusätzliche Risikoquellen. Hin und wieder erscheint irgendwo auf der Karte ein roter Kreis, in dem kurz darauf Bomben hochgehen. Ein festes Dach über dem Kopf oder ausreichend Abstand hilft ungemein, am Leben zu bleiben. Außerdem werden regelmäßig Kisten abgeworfen, in denen Waffen, Munition und andere Gegenstände zu finden sind. Oftmals treffen sich hier aber auch die Spieler, allerdings in der Regel nicht zum Kaffeekränzchen. Schießereien sind entweder ziemlich einseitig, wenn wir uns vorsichtig an unser Opfer herangepirscht haben. Oder sie werden zu einer eher ziemlich spannenden Angelegenheit, vor allem wenn der Gegner viel besser bewaffnet ist als wir. Für besseres Zielen mit Waffen können wir übrigens jederzeit zwischen der Third-Person- und der First-Person-Ansicht umschalten. Was uns besonders gut gefallen hat, ist die Möglichkeit, auch als schlechter Schütze ganz oben mitzuspielen, indem wir uns nur in unvermeidbare Konflikte begeben, die Umgebung zu unserem Vorteil nutzen und ansonsten durch Vor- und Übersicht am Leben bleiben. Allerdings können wir uns nicht dauerhaft irgendwo verschanzen, denn da wäre da ja immer noch der allgegenwärtige steigende Zeitdruck. In immer kürzeren Abständen verkleinert sich der sichere Spielbereich. Das führt zu Zwangskonfrontationen mit den verbleibenden Spielern, in deren Folge nur noch einer übrig bleibt. Ist die Runde beendet, weil wir erschossen wurden oder weil wir gewonnen haben, bekommen wir Battleground Points. Die Menge hängt von unserer Leistung, also dem erreichten Platz und den Kills ab. Dafür kaufen wir uns solche Kisten und erhalten daraus derzeit rein kosmetische Klamotten. Das und die Leaderboards sind im Moment die einzige Langzeitmotivation des Spiels. Grafisch ist PlayerUnknown's Battlegrounds alles andere als preisverdächtig, manchmal durch sehr grobe Texturen sogar hässlich.
Auf hohen Grafikdetails und nicht allzu großer Entfernung reicht die Grafik aber völlig aus, zumal wir meistens anderes im Sinn haben, als Landschaftspanoramen zu begutachten. Auch die Performance ist bis auf wenige Aufnahmen sowie immer wieder Aufploppen der Texturen bereits recht ordentlich. Wir konnten überwiegend flüssig spielen. Allerdings beklagen sich viele Spieler mit weniger starken PCs über starke Probleme. Dafür wurde auch bereits ein Update angekündigt. Für ein mit 30 Euro ziemlich teures Early Access Spiel ist PlayerUnknown's Battlegrounds schon jetzt sehr gut spielbar und macht eine Menge Spaß. Vor allem, wenn man Battle Royale sehr gern spielt. Ein paar Fragezeichen sehen wir derzeit allerdings noch bei der Langzeitmotivation, zumindest wenn wir nicht auf Leaderboard-Ränge oder Klamotten aus sind. Davon abgesehen hat Brandon Green aber einen spannenden und schon jetzt sehr soliden Survival-Shooter hingelegt, der die Fans sicherlich eine Weile begeistern wird.